Die Juden zu der Zeit waren erstmal Deutsche. Und das war erstmal das Ausschlaggebende. Das Judesein kam viel später. Und ich habe dann gesehen, was da passiert war. Die Fensterscheiben zerschlagen haben, die großen Schilder dran, Juden raus und alles. Also wir haben dann in dem Park, wenn ich Fußball spielen wollte, da gab es Bänke. Das waren im Allgemeinen grüne und rote Bänke. Da gab es die gelben Bänke, das steht nur für Juden. Sie durften nicht mehr auf denselben Bänken sitzen, aber sie durften noch dabei sein. Fußball spielen, das Normalste von der Welt. Alle dürfen mitspielen, heute, im Jahr 2008, im Norden Sachsen-Anhalts. Für jüdische Deutsche sah das ab 1933 ganz anders aus. Raufereien unter Jungs waren plötzlich nicht mehr normal. Die Nazis setzten die Normalität einfach außer Kraft. Sie entschieden ab jetzt, was in Deutschland normal sei. Wir werden versuchen, die Vergangenheit ein bisschen näher an die Gegenwart zu bringen. Wir nehmen eine kleine Zeitmaschine und bringen die Kinder und Jugendlichen von damals in das Sachsen-Anhalt von heute. Wir zeigen, wie jüdische und nicht-jüdische Deutsche sich in der Schule trafen und hänselten. Eigentlich ganz normal. Normal, das ist ein komisches Wort. Wer oder was ist normal? Und wer bestimmt das? Sachsen-Anhalt im Jahr 2008. Normale Situationen mit ganz normalen Menschen. Sie arbeiten, kaufen ein, unterhalten sich. Das taten Menschen in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts auch. Und auch sie gingen bei schönem Wetter mit ihrem Hund spazieren. Doch die Nationalsozialisten zogen Mauern in die Köpfe ein. Sie machten den Blick eng. Nur wenige sahen noch in die Weite, überblickten die ganze bunte Vielfalt menschlichen Treibens. Heute interessiert es kaum, ob oder welche Religion der andere hat. Bei Muslimen, da kämen vielleicht Fragen auf. Jüdisch, das wäre vermutlich interessant, irgendwie anders, vielleicht sogar schick. Vor 70 Jahren reichte es schon, jüdisch zu sein. Und man gehörte nicht mehr dazu. Gabriel Bach war Deutscher. Er kam aus Halberstadt. Und er war Jude. Das war genug für die Nationalsozialisten. Ich bin auch geboren in Sachsen-Anhalt, und zwar in Halberstadt. Aber im jugendlichen Alter von 2 Monaten hatte ich beschlossen, Halberstadt zu verlassen. Also ich jetzt ernst gemeint, mein Vater war damals in der Schwerindustrie tätig, damals also in Halberstadt noch. Prokurist in der Firma Hirsch, Kupfer und Messingwerke, von der Schwerindustrie, aber die zog dann, also in dem Jahr, in dem ich geboren bin, nach Berlin. Gabriel Bach ist seit langem Israeli. In Deutschland hätte er nicht überlebt. 2008 besuchte Bach auf Einladung des Landtags das Land seiner Geburt. In Israel hat er Karriere gemacht, war oberster Richter und Regierungsberater. In den 30ern war er ein Kind, wie jedes andere. Eine Weile jedenfalls, doch dann machten die Nationalsozialisten aus ihm etwas Besonderes. Das alles scheint lange her. Das steht im Geschichtsbuch. Doch viele Menschen, deren Geschichte dort aufgeschrieben ist, leben noch. Die Straßen von heute sehen nicht einmal so schrecklich anders aus als in den 30ern. Die Menschen haben andere Haarschnitte, die Kinder hatten Stoffhosen und Jacketts an, statt Jeans und T-Shirts. Das ist alles. Menschen bleiben Menschen, alle mit denselben Rechten und Pflichten. Das erscheint uns heute so selbstverständlich. Aber das ist es nicht. Und das war es nicht vor 70 Jahren. Jüdisches Leben musste verheimlicht werden. Diese Heimlichtuerei begann schon in der Schule. Schon die Schüler mussten eine Art Doppelleben führen. Heute lernt man in der Schule, die Wahrheit zu sagen. Das konnte sich ein deutscher Jude damals nicht erlauben. Heute sollen junge Menschen in der Schule herausfinden, wer sie selbst sind. Damals wurde eine Norm eingeübt, in die die jüdischen Mitschüler nicht hineinpassten. Heute finden viele Schule doof. Damals waren die jüdischen Kinder vom Rauschmist bedroht. Wie fühlte sich das an? Was bedeutete es, in den 30ern und 40ern des letzten Jahrhunderts jüdisch zu sein? Nehmen wir zum Beispiel den kleinen Friedrich. Und nehmen wir unsere Zeitmaschine, die ihn in die Jetztzeit,
ins Jahr 2008 katapultiert. Friedrich kommt von der Schule nach Hause. So schrecklich gläubig ist er nicht. Aber manche Eltern sind selbst religiös und bestehen darauf, dass ihr Kind zum Religionsunterricht geht. In Friedrichs Fall jüdischer Religionsunterricht. Aber erst einmal hat der Kleine Durst, also ab in die Küche und her mit der Cola. Die soll er eigentlich gar nicht trinken, aber Mutti ist nicht zu Hause. Eine gute Chance also, sie auch noch ohne Glas mit ins Wohnzimmer zu nehmen. Friedrich ist bei seinen Freunden beliebt und im Grunde ein braves Kind. Also macht er sich an die Hausaufgaben. Er macht es sich gemütlich und zündet die Kerzen des siebenarmigen Leuchters an. Und dann schlägt er die jüdische Form der Bibel, den deutsch und hebräisch geschriebenen Pentateuch auf und beginnt zu lernen. Ab 1933 herrschte der Führer Adolf Hitler. Unter ihm sah Deutschland plötzlich ganz anders aus. Er und die Nationalsozialisten waren an die Macht gekommen, denn viele Deutsche hatten sie nach Krieg, Hunger und Arbeitslosigkeit gewählt. Sie erhofften sich bessere Zeiten. Die Nazis gaben die Macht bis 1945 nicht mehr her. Wahlergebnisse waren ihnen genauso egal wie Menschenrecht und Menschenwürde. Wer nicht in ihr Schema passte, wurde erst beleidigt, dann immer mehr aus dem normalen Leben geworfen. Der Führer Adolf Hitler lenkte die Angst und Unsicherheit vieler Deutscher auf den einen Sündenbock, die Juden. Und zu oft gelang das auch. Meine Mutter hat es sehr gut gehabt bei den Juden, wo sie angestellt war. Meine Tante, meine Mutter hatte noch zwei Geschwister, beide waren Mädchen, es war also das sogenannte Drei-Mädel-Haus, war in Schönebeck auch wieder bei Juden angestellt. Sodass ein direkter Kontakt, dummerweise haben wir nie darüber so gesprochen, was sind Juden oder was ist es Judentum, sondern immer nur von dem entsprechenden Juden, wo sie dort tätig waren. Sie hat eine hohe Meinung von diesen Leuten gehabt und wurde dort gut bezahlt, hat dort Essen bekommen. Ich habe mit meinem Großvater das erste Mal vielleicht unbewusst mit Juden Bekanntschaft gemacht, und das war im Zentraltheater. Das war vor 1933. Wir wollten in den Zirkus gehen. Der Zirkus war Sonntagnachmittag ausverkauft. Und wo sind wir gelandet? Im Theater. Und da spielte man die Blume von Hawaii. Der Komponist war oder ist Paul Abraham. Und damals wusste ich nicht, dass das nun Jude war, interessierte auch einen Zuschauer gar nicht. Und erst nach 1933, als die Nazis dann anfingen, Konfrontationen mit den Juden zu schaffen, da merkte man, der Sänger Richard Tauber war Jude, der Schauspieler, fallen mir jetzt keine Namen ein, und Regisseure und auch Paul Abraham, der Komponist, war Jude. Ach, und plötzlich hatten die Aufführverbot und die Musik wurde nicht mehr gespielt, die Bücher wurden nicht mehr verlegt. Und das begann 1933, 34, da wurde das massiv. Nehmen wir wieder unsere Zeitmaschine. Wären die Nazis heute am Ruder, dann könnte sich niemand, der hier über die Straße geht, sicher sein. Vielleicht würden die Nazis keine Lederjackenträger mögen oder keine Menschen mit Brille. Vielleicht hätten sie etwas gegen Radfahrer oder einfach gegen alte Menschen? Ausländer werden heute schon mal schief angeguckt und angemacht, doch sie können die Polizei rufen. Das hätte 1933 nicht geholfen. Polizei und Gericht waren auf der Seite der Nazis. Gabriel Bach erlebte den Anfang des Wahnsinns in Berlin. In dieser Phase, 33, 34, gab es viel Absurdes. Ich ging also in Berlin auch in diese zionistische Schule, und die hieß Theodor-Herzl-Schule am Adolf-Hitler-Platz. Ja, auch eine gewisse Ironie des Schicksals. Mein Vater war ja sehr beschäftigt in der Fabrik, aber trotzdem am Wochenende sind wir gefahren in den Grunewald und haben Fußball gespielt zusammen und sind spazieren gegangen.
und sind manchmal auf dem Motorboot, ja, mit dem allgemeinen Publikum mit dem Motorboot auf dem Wannsee spazieren gefahren. Ähnlich werde ich auch nie vergessen, ihr wisst, was der Stürmerkasten ist? Ja, wisst ihr das? Es gab eine Zeitung, das hieß der Stürmer. Das war die Zeitung, die antisemitische Zeitung, die an jeder Ecke, auf jeder Straße war ein Stürmerkasten, wo der Stürmer da veröffentlicht war. Ja, und da sah ich plötzlich eines Tages ein Bild von uns auf dem Motorboot im Wannsee und die Überschrift: Juden fahren noch spazieren auf dem Wannsee. Ja, also nur solche, um sich vorzustellen, ich meine, das sind nun nicht die schlimmsten Sachen, die passiert sind, aber doch so Momente, die man schwer vergessen kann. Klar, wer so in der Zeitung steht, der kann rumgeschubst werden. Immer mehr Deutsche glaubten, dass der Jude kein Mensch mehr sei. Er hatte keine Rechte mehr und er hatte immer weniger Freunde. Denn der Freund eines Juden zu sein, dazu brauchte man in Nazi-Deutschland eine ganze Menge Mut. Das muss 1936 gewesen sein. Unser Zeichenlehrer war ein älterer Herr, vielleicht so um die 60. Ein sehr gnädiger und jovialer Mensch, möchte ich sagen. Und es passierte dort, Schüler sind sehr schwätzig und reden überall über alle Dinge und reden manchmal auch Unsinn. Jedenfalls machte einer einen schlechten Witz oder irgendeine schlechte Äußerung über Juden. Und der arme Lehrer, der Papa Prinz nannten wir ihn, der hieß Prinz, der äußerte sich doch tatsächlich: Ach, lass doch die armen Juden. Nach den nächsten Ferien war auch Herr Prinz weg vom Fenster. Irgendjemand muss das Vater berichtet haben. Heute sucht sich jeder seine Freunde nach seinem Geschmack selbst aus. Und heute kann jeder, der gut genug ist, ein Gymnasium besuchen. Mit dem Beginn des Schuljahres 1933/34 wurden jüdische Schüler aus allen höheren Schulen vertrieben. Erst wurden sie beleidigt, dann erniedrigt, dann rausgeworfen. Nach der Verabschiedung der Nürnberger Gesetze 1935 durften jüdische Schüler endgültig keine öffentlichen Schulen mehr besuchen. Setzen wir den kleinen Peter in unsere Zeitmaschine. Ende der 30er Jahre mochte Mann keine Juden. Im Biologieunterricht gab es Rassenkunde. Dort wurde gelehrt, dass die Schädelform, Haar- oder Augenfarbe entschieden, ob man zu einer guten oder schlechten Rasse gehörte. Die Blonden und Blauäugigen waren eindeutig die Guten, alle anderen waren minderwertig, besonders die Juden. Doch Peters bester Freund war Jude und saß nun schon längst nicht mehr neben ihm in der Bank. Heute würde Peter sich absondern, sich die Kopfhörer in die Ohren stecken und Musik hören. Und wenn Sophie, die hinten an der Wand sitzt und meist Einsen bekommt, heute lebte, würde sie vielleicht auch Papierflieger falten. Aber heute würde sie ihrem Freund Peter ein Herzchen schicken oder fragen, ob er ihr seinen schicken neuen MP3-Player borgt. 1936 machte sie einfach nur, was alle sagten und was überall stand. Sie machte sich lustig über den Judenfreund. Sie hatte selbst Angst. Anders sein war doof und gefährlich. Peter wollte anders sein. Er war selber schuld, wenn sie ihn jetzt ärgerte. So komisch uns das heute vorkommt. Damals waren Zeitung und Radio, Politiker und Lehrer gegen die Juden. Konnte das denn alles falsch sein? Ab 1938 mussten die Juden aus ihren Wohnungen in sogenannte Judenhäuser umziehen. Hier wurden sie nach und nach zusammengepfercht. Noch durften sogenannte arische Deutsche für sie arbeiten. Doch unproblematisch war es nicht. Ich kriegte einen Auftrag, verschiedene Reparaturen auszuführen, unter anderem auch in der Brandenburger Straße 2 oder 2a, das weiß ich nicht mehr. Und zwar sind das die Häuser, die stehen noch gegenüber der Feuerwache. Ich hatte da eine Reparatur auszuführen, wusste, da waren Juden. Wir setzen den Magdeburger Hans Tyschinski in unsere Zeitmaschine. Der junge Klempner freut sich,
dass er selbstständig einen ersten Auftrag erledigen darf. Er klopft erstmal draußen. Judenhaus, das ist heute kein Begriff. Ganz genau wusste Hans auch nicht, was es hieß, aber ihm war etwas unheimlich. Langsam geht er die Treppe hinauf. Ein Mädchen, ungefähr in seinem Alter, macht ihm auf. Beide sind schüchtern und sie sind sich sympathisch. Das Mädchen ist blond und blauäugig und jüdisch. Na und, würde Hans heute denken, damals sieht er das ganz anders. Das Mädchen zeigt ihm, was zu reparieren ist. Die beiden jungen Leute unterhalten sich und gleichzeitig hat Hans die ganze Zeit Fragen im Hinterkopf. Ist die wirklich jüdisch? Darf ich mit dir reden? So nett reden? Wieso ist die denn so nett? So sind Juden doch gar nicht. Hans ist ein bisschen gehemmt. Normal für einen Jungen in seinem Alter, 1938, genauso wie 2008. Irgendwann ist er mit der Reparatur fertig. Kein Grund also, länger in der Wohnung zu bleiben. Aber dem Mädchen fällt noch etwas ein. Mädchen fällt immer etwas ein, wenn sie einen Jungen mögen. Sie bittet Hans, einen Moment zu warten und kommt mit einer Schachtel Zigaretten zurück. Okay, hier ist etwas anders. 1938 weiß man nicht viel von Lungenkrebs. Rauchen ist cool. Eine Schachtel Zigaretten ist 1938 mindestens so viel Geld wert wie heute. Also bedankt sich Hans artig und freut sich. Doch auf der Straße fallen ihm die dummen Sprüche seiner Eltern und seiner Kumpels wieder ein. Nun gab es ja den berühmten Spruch, wer vom Juden frisst, stirbt daran. Ne? Da habe ich mir gesagt, Mensch, das Kind, wenn du jetzt eine Zigarette rauchst, dann musst du sterben? Fragezeichen. Hans starb nicht. Doch für die Juden wurde es immer schlimmer. Bald durfte kein Handwerker mehr für sie arbeiten. Sie hatten keine Zigaretten mehr zu verschenken. Trotzdem hofften viele deutsche Juden, dass das alles vorbeigehen würde. Die Familie Bach begriff und schaffte es noch aus Deutschland hinaus. Wir fuhren ab 1938, also wie gesagt, ich war damals 11 Jahre alt. Wir kamen dann, also bei der Auswanderung, haben wir an die holländische Grenze. Wir liefen auf den Zug, der Zug setzte sich so etwas in Bewegung. Und ich war mit meinem schweren Koffer etwas klein. Und ein SS-Mann lief hinter mir her und trat mich in ein diverses hinteres Körperteil. Das hat mir irgendwie ein bisschen geholfen. Auf die Weise flog ich mit dem Koffer ja, die Treppen rauf in das Abteil. Aber ich, das ist so ein Moment, nie vergessen. Wir waren natürlich auch von der Nervosität und die müde. Wir hatten nicht mal genug Kraft, so in das Abteil zurückzugehen. Also wir saßen so in dem Korridor vor dem Zug auf unseren Koffern so einige Minuten, keiner hat ein Wort gesagt. Und dann kam ein holländischer Zollbeamter. Er war sogar gar nicht so mal so besonders freundlich. Aber er war normal, korrekt. Ja, da kamen mir die Tränen. Die Tatsache, dass jemand in Uniform zu uns gesprochen hat wie gewöhnliche Menschen, ja, das hat es bei mir ausgelöst. Mit der Erlaubnis zum Rumschubsen hatte es begonnen. Jedes Jahr, jeden Monat kam etwas dazu oder umgekehrt. Jeden Monat blieb für die jüdischen Deutschen weniger Leben. Sie durften keine Busse mehr benutzen und nicht mehr ins Kino gehen. Kein Spielen auf der Straße, keine Freunde mehr. Vom 9. auf den 10. November 1938 brach der Hass auf die Juden deutschlandweit aus. Die Nazis hatten ihn organisiert. In der sogenannten Reichskristallnacht wurde zerstört und abgebrannt, es flogen Steine. Oft genug geworfen von Jungs, die gar nicht wussten, was sie da taten. 1938 ging der knapp siebenjährige Herbert mit seinem besten Freund nach Schönebeck. Ihr Ziel, die jüdische Synagoge dort. Ihr Plan, die verbleiten Scheiben des Gotteshauses einwerfen. Warum? Sie hatten keinen blassen Schimmer. Kindlicher Spaß an Krach und Zerstörung wurde böse benutzt. Aber Kinder waren 1938 genauso wie 2008. Sie machten, was die anderen vormachen, was die Großen erlauben.
Doch Herberts Großvater hatte sein klares Denken nicht aufgegeben. Mein Großvater kam vom Friseur, sah mich und meinen Freund, wie wir dort anfangen wollten zu wirken. Und ich war zum Glück nicht in der Lage, einen aufgerissenen Pflasterstein in der Größe über die Straße in die Synagoge zu werfen. Ich wäre gar nicht bis hingekommen. Aber uns machte das als Jungen Spaß zu sagen, jetzt können wir ja hier was zertrümmern. Was dahinter stand, was die Synagoge war, konnte ich in dem Alter noch nicht begreifen. Das waren also 1938, 6,5, 7 Jahre war ich alt. Und mit dem 9. November war es praktisch aus. Ich glaube nicht, dass ich nach dem 9. November nochmal in die Schule gegangen bin. Der 9. November ist mir sehr lebhaft in Erinnerung. Gegen 10, 11 fing der Krawall an und mein Großvater als guter Deutsche ging ans Telefon, meldet sich an Polizei. Hier sind Krawalle. Daraufhin antwortete der Polizist oder wer immer da am Telefon war, das wissen wir, du Jude, halt das Maul. Aufgehängt. Mein Vater, der hat mich ja oft mitgenommen, als ich noch so klein war. Und am 9. November 1938, da war ich ja schon 4,5 Jahre alt, da hat er mich auch mitgenommen. Da sind wir dann gegangen und haben uns angeguckt, was da passiert ist. Und er hat immer gesagt, guck nicht so hin, geh nur einfach spazieren. Kleine Mädchen gehen gern mit Papa spazieren, bis heute. Das kleine Mädchen verstand nicht, was die Gewalt bedeutete. Noch glaubte ihr Vater, sie vor der Realität beschützen zu können. Wir, die wir uns retten konnten, haben uns nicht gerettet und die anderen. Tja, das ist ein solches Unheil, was absolut unverständlich ist. Und wir können nur dankbar sein, dass wir heute hier sitzen und es erzählen können. 1933 lebte eine 500.000 Juden in Deutschland. Von ihnen wurden 165.000 ermordet. In ganz Europa wurden 6 Millionen Juden ermordet. Anfang 1945 gab es nur noch 15.000 Juden im Deutschen Reich. Für die Provinz Sachsen-Anhalt, vergleichbar mit dem heutigen Land Sachsen-Anhalt, liegt nur eine konkrete Zahl für 1933 vor. 7.146 Juden lebten zu dieser Zeit in der Region. Zu Kriegsende waren es nur noch wenige hundert. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich kann es nicht verstehen, wenn man Menschen ausgrenzt. Aufgrund ihres Aussehens, ihrer Rasse, ihrer Dinge. Das finde ich schrecklich. Ja, das Schlimmste sind die Rechtsextremisten, die heute schon wieder stolz sind, Nazis zu sein. Das ist das Schlimmste, glaube ich, denke ich mal. Und ihr Umgang mit anderen Menschen, der daraus resultiert. Wir kriegen die Informationen vom deutschen Fernsehen. Und ich sehe, es gibt Demonstrationen dagegen von Hunderten und Tausenden von jungen Deutschen, die dagegen protestieren. In den 30er Jahren habe ich das nicht erlebt. Und ich würde wirklich hoffen, dass diese Leute nicht nur theoretisch dagegen protestieren, sondern wirklich aktiv dagegen, gegen diese extremen Tätigkeiten aufstehen und die Sachen bekämpfen.